Danke, dass ihr das Video eingeschaltet habt. Viel Spaß jetzt bei diesem Video. Ja, jetzt kam eben schon die Frage, warum fallen die Dinger um? Ich denke mal, das ist die Uhrzeit, oder? Es ist keine Uhr. Das Teil hier nennt sich Foucaultsches Pendel. Nach dem Franzosen Foucault. Und der hat damit 1830. Wir haben hier ein Seil aufgehängt in 42 Metern Höhe. Haben da eine Kugel von 50 Kilo. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr guckt da aus dem Weltraum drauf. Dann würdet ihr sehen, wie dieses Pendel immer in seiner Schwingungsebene bleibt. Das schwingt immer nur in einer Richtung, bleibt auf seiner Linie. Aber die Erde dahinter, die dreht sich ja in allem, was drauf ist. Das heißt, mit dem Boden, mit dem Tor und mit dem Stützen. Und darum fällt circa alle 11 Minuten und 20 Sekunden eine Messminute. Weil sich das Ding in einer Richtung bewegt, die Welt sich erdreht, ja, werden alle irgendwann mal runter. Genau. Was für eine Kugel, was ist das so langsam? Wäre es so, naja, die Erde dreht sich ja echt mit, ich glaube, 2000 Kilometern. Der dritte, der eigentlich der dritte ist, der ist in der Mitte durchgeschnitten. Und dann kommt der Spiegel und darum sieht es aus, als ob das doch ein dritter Ganzer ist. Und dann spiegeln sich ja noch die anderen. Kannst du nachher gerne noch mal angucken. Ich bin auch noch da, den ganzen Tag da. Ich weiß ja nicht, wie lange ihr dann hier noch vorm Da ist ein bescheiden schönes Bild von dem Mann. Er hat es geliebt, seine Mitmenschen in Erstaunen zu versetzen. Zum Beispiel hat er für Theater eine Apparatur gebaut, die Donner dargestellt haben. Er hat zum Beispiel auch gebaut eine Apparatur, ein Weihwasserautomat. Eine kleine leichte Münze reinwerfen und es kam ein wenig Weihwasser raus. Wer sich aber leisten konnte, eine große, schwere Münze reinzulegen, ja, der hat auch viel Weihwasser bekommen. Und das ist auch eine Apparatur von ihm. Ursprünglich hätte man hier drunter ein Feuer unter dem Kessel. Der Kessel ist, wie ihr sehen könnt, komplett abgedichtet. Und hier drinnen ist einfach nur Wasser. Und was passiert mit Wasser, wenn man es erhitzt? Kocht. Und was entsteht? Wasser. Wasserwärme. Der kann ja hier aber nirgends hin. Also geht er hier über die Rohre in diese geschlossene Kugel und tritt über diese Düsen hier aus, die gebogen sind. Jetzt ist die Frage, in welche Richtung wird sich die Kugel gleich drehen? In diese Richtung? Vielleicht? So rum? Ja. Sicher? Nein. Von Perspektive würde ich sagen, gegen den Uhrzeiger. Gucken wir mal, was stimmt jetzt. Links rum. Ich mache zwei Durchführungen, damit ihr mal sehen könnt, wie schnell das Ding werden kann. Und überlegt mal, ob es euch an irgendwas erinnert, was ihr von heutzutage kennt. Ja? Wasserkocher beim Teekochen. Ja? Das ist auch so. Aber was hier gleich passiert, gut drauf achten. Hey. Thank you.
Dieser sogenannte Heronsball nach Heron hatte keine großartige Funktion damals. Er war wirklich nur da für Bankette, um die Menschen in Erstaunen zu versetzen. Aber das Prinzip habt ihr ja gesehen. Bitte? Was ist passiert? Der Dampf kam raus und hat die Düsen immer wieder abgestoßen, weshalb der Ball richtig, richtig schnell wurde. Was Heron von Alexandria hier entdeckt hat, war das Rückstoßprinzip. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, den Versuch, so ein Mentos in eine Cola-Flasche schütteln und auf den Boden werfen? Auch Rückstoß und Düsenflugzeuge, jeder Urlaubsjet basiert auf dem Rückstoßprinzip. Damals war es nur Spielerei, wurde leider nicht verfolgt, weil zu teuer und Sklaven waren ja so viel billiger und leichter zu beschaffen. Ja, und noch eine Erfindung von ihm ist diese Tür, dieses Portal. Fällt euch an der Tür irgendwas auf? Bitte? Riecht ihr? Ja, das ist Otto, unser Tempeldiener. Aber was fällt euch denn auf? Sie hat keine Klinke. Ganz genau. Automatisch. Auch richtig. Ich war schon mal hier. Oh. Das ist ja völlig Spoiler. Ja, das ist der erste automatische Türöffner und Schließer der Welt. Und wie das, es war wohl mal dazu gedacht, Gläubige hereinzulegen, die zu verarschen. Die sollten schon Feuerholz bringen und Gaben und vor die Tür stellen. Und zwar wohl so gedacht, dass die Priester dann sagen, ja, und wenn ihr die Gaben schön herbringt, öffnen sich irgendwann durch Götterhand die Türen und die Götter werden eure Gaben annehmen. Ja, es waren keine Götter, sondern einfach Mechanik und andere Dinge, die das Ding zum Laufen gebracht haben. Und was das zum Laufen gebracht hat, da kommt nochmal bitte die einmal komplett hoch und baut euch von der Tür auf, dann zeige ich euch, und das fährt sich das. Also, wo rumlaufen? Okay. Fun Fact: Das ist das einzige Exponat im gesamten Turm, wo man offenes Feuer dran machen darf, weil, naja, Feuer und Holz vertragen sich halt nicht so gut. So, dann. Und was wurde hier Kugel da oben drin? Gas. Kein Gas. Benzin? Nein. Wasser? Luft. Was passiert mit Luft? Geht auf. Die steigt nicht nur hoch, die dehnt sich aus. Und wie ihr sehen könnt, ist der Spalt ja geschlossen. Da geht hier nur so ein Schlauch raus. Die Luft will ja irgendwo hin. Also wandert die hier durch den Schlauch. Kommt da in das Gefäß. Was ist da wohl drin? Wasser. Genau, gefärbtes Wasser, damit man besser sieht, was gleich passieren wird. Denn, wie ihr sehen könnt, auch dieser Behälter ist wieder luftdicht verschlossen. Das warme Wasser, die warme Luft drückt dann auf das Wasser drauf. Und das will ja irgendwo hin, sonst würde das Ding platzen. Gibt eine Riesensauerei. Also geht das durch den nächsten Schlauch in den Kolben dahin. Und der wird sich gleich mit dem. Bitte? Genau, der wird sich mit dem blauen Wasser füllen und schwerer werden als das Gegengewicht, was hier hinten hängt. Also kommt da richtig Luft rein, ja? Wasser kommt da gleich rein. Das war. Werdet ihr auch sehen, jetzt fängt es an reinzufließen. Ja, siehst du das? Das sorgt dann dafür, hier die Holzdinger, das sind Spindeln, das sind ja Seile dran. Die fangen dann an, sich zu drehen. Das ist alles mit der Tür verbunden. Und gleich wird sich ganz langsam und dann immer schneller die Tür öffnen. Tiefer Lampen schon. Ja, jetzt geht es langsam los. Und dann könnt ihr unserem Tempeldiener Otto Mahalo sagen. Ja, toll, das arme Vieh, so ein Diener.
Ey, das war damals eine gelehrte Position, Tempeltier. Ja, damals. Wir sind aber nicht mehr denn damals. Ja, ja, besser als Sklaven, die hier den ganzen Tag hätten Feuer machen müssen. Also. Nee, lieber eine Katze da hinsetzen. Das ist mir viel besser. Eine Katze, die kommt und geht, wie sie will. Das ist aber eine Frage. Ja. Machen Sie mal die Tür zu und das Wasser kommt dann wieder da rein, oder? Das machen wir gleich. So. Ah, das ist schon rückwirkend gemacht. Schütte, sie soll sein. Ach, die Luft raus. So. Ich habe ja gesagt, die Türen gehen auch automatisch wieder zu. Wie? Man könnte denken, da passiert Schritt 1. Ah, ah. Schritt 1 ist wieder hier. Was passiert mit Luft, wenn sie kalt wird? Kühlt ab. Kühlt ab. Genau. Dasselbe, was bei uns passiert, wenn uns kalt wird und sie uns wieder zusammen. Dadurch entsteht ein Unterdruck. Luft geht da raus, Luft geht da raus. Und der Unterdruck sorgt dafür, dass das Wasser wieder in den Kolben rein. Ich merke gerade, der Wasser läuft da wieder rein. Genau. Und dann, das dauert jetzt einen ganz kleinen Moment, weil das muss ja erstmal alles ein bisschen abkühlen. Und das sorgt dann wieder dafür, wie lange muss ich pusten? Gute Idee. Na, Ventilator. Und das sorgt dann wieder dafür, dass der gesamte Prozess umgekehrt abläuft. Das Gegengewicht hier, jetzt geht's langsam los, wird dann wieder schwerer und die Türen, wie ihr sehen könnt, schließen sich. Auch der Herr von Angst. Aber jetzt geht es einfach wieder zu. Jetzt geht es wieder einfach zu, das hier. Tschüss. Das wäre ja, wenn tatsächlich gebaut worden. Aber gefunden hat man so eine Anlage noch nie. Man hat lediglich solche Zeichnungen aus den Büchern von Heron gefunden. Dachte sich, ey, wenn er das alles geplant hat und gezeichnet hat, lass mal nachbauen, wir gucken mal, ob das funktioniert. Und Tatsache, es funktioniert. Heutzutage drücken wir einfach auf den Knopf oder so. Aber hier, 2000 Jahre alt, Türöffner, funktioniert. So. Und wann? Bitte? Wann wurde die Zeichnung gefunden? Oh, das kann ich. Ja. Dann habt ihr schon das in der Praxis gemacht, was hier gezeigt wird. Ein schlauer Mann namens Isaac Newton, von dem habt ihr bestimmt schon mal gehört, der saß mal unter dem Apfelbaum, hat Apfel auf den Kopf gekriegt und dachte sich, boah, da mache ich jetzt was draus. Ja, mal jetzt eine ganz einfache Frage. Was passiert denn wohl, wenn ich die Kugel jetzt hier ziehe und gegen die anderen fallen lasse? So wie beim Bildern. Da sagt es, geht nur die letzte weg. Andere Stimme? Nein, die erste. Die erste. Die erste. Okay, gucken wir mal. Tatsache. Jetzt habe ich ja nicht sehr viel Kraft verwendet. Springt es immer noch nur die letzte weg? Ja. Nein, die zweite. Was passiert denn jetzt, wenn ich das mit zwei Kugeln mache? Eins, zwei. Eins, zwei. Auch die letzte. Ja, zwei. Gehen zwei weg. Das ist ja schon sehr, ja. Also mehr Gewicht und mehr. Hat schon was mit Zahlen, aber das ist ja schon irgendwie sehr schlau von den Kugeln, dass die wissen, wenn sich hier vorne zwei bewegen, sollen sich nur zwei hinten bewegen. Wenn ich hier eine Kugel wegziehe von unseren 8 Kugeln, jede wiegt 60 Kilo, hier hängt also schlank eine halbe Tonne. Wenn ich hier also eine von diesen 60 Kilo Kugeln wegziehe und die gegen die anderen fallen lasse, gebe ich einen sogenannten Impuls von 60 Kilogramm auf die anderen Kugeln. Die geben den Impuls so lange weiter, bis die letzte Kugel den Impuls nicht mehr weitergeben kann.
und die schwingt dann aus. Wenn ich das nun mit zwei Kugeln mache, den Impuls von zwei Kugeln weiter bewegen sich natürlich auch die letzten zwei. Naja, ihr könnt euch jetzt auch denken, was mit drei Kugeln passiert, ne? Das gleiche. Ja. Wir wollen es trotzdem sehen. Wollt ihr? Natürlich. Ja, ich kann auch noch lustigere Dinge machen, als ich das ist. Dann nehmt das lustig. Komm, machen wir jetzt erstmal noch schön entspannt mit drei. Was war's noch denn? Einmal zu schützen halt. So. Und mit vier Kugeln, da teilen sie sich natürlich. Was passiert denn jetzt aber, wenn ich hier hinten diese fünf Kugeln wegstoße? Und die prallen gegen die restlichen drei. Wir haben ja gesehen, der Impuls will ja immer erhalten bleiben. Ein Kugel, zwei Kugeln, zwei Kugeln, drei Kugeln, drei Kugeln. Der Impuls wird erhalten. Impuls, Erhaltungssatz. Aber was passiert jetzt, wenn ich das mit fünf Kugeln mache? Hier sind nur noch drei. Jetzt will ich die Ideen hören. Gleichmäßig 4 und 4. Der Impuls von 5 Kugeln will sich erhalten. Guck mal genau hin. Genau, die teilen sich. Die nehmen dann einfach nur 2 Kugeln mit. Und das hat damals Sir Isaac Newton genauer beschrieben. Ja. Warum ist er eigentlich so nett? Zum Teil, falls auch mal so ein Glücksvögel ins Futter fallen. Ich hab's noch nicht geschafft, Betonung liegt auf noch nicht. So, jetzt könnte man sich natürlich fragen, wie wird denn der Impuls genau weitergegeben, weil wir haben ja gesehen, der wird durch die Kugeln schon irgendwie gegeben, ne? Aber es ist, wenn ich hier hinten eine Kugel bewege. Und hier vorne auch eine. Treffen die Impulse sich dann in der Mitte und lösen sich auf? Oder gehen die trotzdem weiter? Trotzdem weiter? Zeigt euch das mal. Die können sich jetzt auch erstmal noch in der Mitte auflösen. Zeigt euch aber, dass die Impulse wirklich durch alle Kugeln gehen. Nämlich, ich setze hier hinten zwei in Bewegung und hier vorne eine. Was passiert wohl? Bewegen sich alle? Andere Meinungen? Nur die zwei. Nur die zwei? Noch andere Meinungen? Sollen alle mitmachen? Ich wollte fragen, die eine, die nach vorne ziehst, nimmt die zweite mit. Das ist richtig gut. Schön hingucken. Gesehen? Was soll ich nochmal machen? Ja, einen Moment. So, ein bisschen mehr Schwung. Ich gebe die Impulse zeitgleich ab. Die werden aber unabhängig voneinander hier durchgeleitet. Und darum sieht das aus, als ob die sich ganz cool abwechseln. Viele haben das auf dem Tisch stehen, nur so mit 5 Kugeln. Wir haben ja echt einen Luxus mit 8 Kugeln, da kann man nämlich viel schönere Spiele machen, wie sowas. Was hier auch noch besonders dran ist, dass unsere Kugeln aus Stahl sind. Stahl ist nämlich ein elastischer Stoff. Wie Billardkugeln geben den Impuls ja auch weiter. Jetzt mal eine Frage. Aus welchem Material sind Autos gebaut? Zum Teil Kunststoff. Und warum? Genau, weil es sozusagen unelastisch ist. Das nimmt die Energie auf, so wie wir hier die Energie von dem Stoß haben, und verformt sich. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, Autos sind aus Stahl.
Das hier ist ein Stau, über Abfall Richtung Braunschweig. Und der letzte verpasst mal wieder das Stauende und fährt allen hinten drauf. Braucht sich der Erste keine Sorgen mehr machen, wie er nach Braunschweig kommt. Der fliegt. Und nicht nur das, der Insasse würde riesengroßen Schaden nehmen. Das ist also ein Beispiel von einem Kurzerhaltungssatz, den man in der Realität nicht haben will. Das war es auch schon auf Ebene 2. Ich komme jetzt Frau Kumpa mal dazu und dann gönnen wir uns einen kleinen Moment raus. Und dann was hat er da gemacht? Luftballon gemacht. Ja, er hat nämlich Aristoteles widerlegt, ganz alter Grieche, der gesagt hat, auf der Erde kann es kein Vakuum geben. Und Gerika hat gesagt, doch, give it, kriege ich hin. Hat dann so ähnlich zwei so eine Halbkugeln genommen, ein Stück Stoff mit Terpentin zwischen, damit es auch wirklich ganz abgedichtet ist. Und zwei seiner Mitarbeiter durften über eine Luftpumpe 8 Stunden lang die Luft rauspumpen, damit da auch wirklich nichts mehr drin ist. Und die Kugeln hielten zusammen. Aber warum haben denn die beiden Kugeln zusammengehalten, nur weil da keine Luft mehr drin ist? Weil Luft ein Gewicht hat. Komm mal her. Was? Hand vorstrecken. So auf der, so ein Quadratzentimeter wiegt, haben wir ein Gewicht auch von Luft auf uns von ca. 1 Kilo. Kannst du das halten? Mit einem Fingernagel. Nee, nicht ganz, ne? Und das ist, das wirkt ja nicht nur auf dem Fingernagel. Das wirkt auch zum Beispiel hier. Das wirkt hier. Das wirkt auf dem Kopf. Überall wirkt das. Also ist in der Kugel zwar keine Luft mehr, aber von außen will die Luft rein. Und dadurch ist die so extrem eng zusammengepresst, die Kugel. Wir genießen hier natürlich den Luxus. Ich habe eine Pumpe, die das gleich raussaugt. So. Da fehlt das Stöpfchen. Wir haben hier Dichtungsringe zwischen das Beet. Hey. So, wo waren denn unsere Spiele, Kinder? Da! Und Lisa! Und wir müssen dann wieder vor. Ein Spielekind bitte vortreten. Ich versuch mal, die Kugel auseinanderzuziehen. Geht nicht. Und Gerika hat es damals versucht, erst mit einem Pferd und dann immer mehr Pferde, bis er auf jede Seite, ich glaube, das Maximale waren 8 Pferde hatte. Und selbst die haben es nicht auseinandergekriegt, weil das war dann ungefähr ein Druck von, eine Reißkraft von 3,8 Tonnen, die die Pferde hätten aufbringen müssen. Wir haben hier eine benötigte Reißkraft, also wo man reißen muss, von ca. 115 Kilo. Es gibt Leute, die das schaffen. Bitte schön. Oh, bitte schön. Hier haben wir mal ein Foto. In der Blamage. 115 Kilo Reißkraft. Das würde dann aber auch besser, dass jetzt genau hier 200 Bar oder so. Sag mal. Es gibt Leute, die das schaffen. Es gibt aber auch Leute, die das schaffen. Wer war ein Elefant? Ich weiß nicht. Da habe ich das so fällt. Habe ich mal jemanden abgeschafft? Warte, ich helfe. Ich helfe. Also wir ziehen beide. Bitte nicht in die Kette greifen. Mach mal du, mach mal. Nee. Also als ob da Kleber dran ist. Das ist Luft drin. Das ist nur die Luft, die da drauf ist. Ja, die Luft ist ja raus. Ich geh mal da ist Vakuum drin. Das ist ja mit Vakuum. Was muss eigentlich ein Elefant? Wenn er mit dem Reis kommt, probier's noch ins Mal. Wir haben uns auch schon lange. Los, schlafen wir noch vor. Oh, ich schon mal. Ich hab's auch. Na los. Das ist mein Fall, ich bin hier. Aber ich schreibe.
Aber reiß es nicht aus der Wand. Es geht, hat sie ja gesagt. Mit 115 Kilo Reißkraft geht's. Schön anpassen und ziehen. Übrigens kein Schraubverschluss. Das stimmt. Ja, sag mich doch. Ja, aber du musst noch. Ja, hey! Wahnsinn. Liebe, oder? Ja, danke. Ja, so. Ist jetzt eine Waffe mit Foto? Sauglauf, ja. Ja, Luftpumpe. Hier passiert dasselbe. Ich drücke hier einfach nur die Luft raus. Die Luft von außen drückt hier drauf und hält das fest. Wenn man dann hier ein bisschen mit dem Fingernagel drunter geht und Luft reinlässt, geht es ganz einfach ab. So, dann hat er nicht nur gemerkt, dass man die Luft rauspumpen kann und da so eine tollen Experimente mitmachen kann, um zu zeigen, dass das Horror-Vakuum die Angst vor der Leere widerlegt werden kann, dass es Vakuum auf der Erde geben kann, sondern dass man das Vakuum auch für Arbeiten einsetzen kann, zum Beispiel um Gewichte zu heben. Und für das nächste Exponat brauche ich, ja, euch beide. Ja. Kommt der und da! Du hast dich jetzt definitiv bewiesen. Und ja, du machst total. Weiter geht's. Cool. Holger, drück nochmal drauf. Warte. Warte. Später. Warte mal, Moment. Noch nicht. Okay, film ab. Nee, muss erst aufladen, weil das ist. Leuchtet noch nicht. Muss warten, bis es leuchtet. Rückhalten oder wie? Ja. Voll bin ich. Aber gut, dass wir hier oben sind. Dass ich oben bin. Jetzt können wir runtergehen. Auf jeden Fall runtergehen. Man muss von einer Seite oder oben drüber. Weil ich habe nämlich eigentlich diese panische Angst zu hören. Ja. Was hast du da drin? Videos? Ja. Willst du die um hoch oder nur für dich? Die werde ich auf YouTube hochladen. Ich habe ja einen YouTube-Kanal. Machst du nur so Aufflugsachen oder auch noch andere Sachen? Ja, ich mache auch andere Sachen. Ich habe heute was vergessen. Meine Abmoderation. Und die will ich jetzt tun hier auf meinem Platz. Ich sage mal danke, es war sehr schön und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da und einen netten Kommentar. Lasst mir ein Abo da, abonniert mich und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpassen tut. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.